Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nimm's Rad. Wir haben heute was ganz Besonderes da, und zwar die nächste Bremsenrevolution von Magura, das Magura EBS. Und in diesem Video erfahrt ihr alles über dieses System, was die Vorteile sind und wie es funktioniert. Also bleibt dran. Ja, hier geht es heute um die nächste Bremsenrevolution von Magura. Und zwar haben die Jungs uns das EBS mitgebracht. Bei mir steht der Dominik. Er wird uns jetzt mal vorstellen, was es mit dem EBS auf sich hat. Erstmal, Dominik, seid ihr heute gut hergekommen? Ja, alles bestens. Seid ihr mit dem Cargo-Bike gefahren? Leider nein, da war die Distanz mit 300 Kilometern dann doch ein bisschen zu viel. Aber wir hatten einen guten Transporter, der auch dieses große Schiff ganz gut mitnehmen konnte. Sehr gut. Und ja, hier soll es jetzt auch drum gehen. Erzähl mal, was habt ihr hier Schickes verbaut? Ja, wir haben unser neues Magura Integral Braking System hier jetzt an einem Bike von Cargo. Das ist auch eigentlich so mit das erste Cargo Bike, was das System verbaut. Es ist also auch am Markt schon erhältlich. Und das System funktioniert quasi als Bremskraftverteiler zwischen Vorder- und Hinterrad. Viele Leute da draußen haben manchmal so ein bisschen Sorge oder Probleme damit, die Bremskraft zwischen Vorder- und Hinterrad optimal zu verteilen. Haben vielleicht auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, Ja. dass wenn man vorne überbremst oder ähnliches. Ja. Und da hilft das System. Gerade an so einem Long John, ne? Also ich kenne es selber von mir zu Hause. Ich fahre auch ein Long John-Lastenrad. Da hat man einiges zu tun mit dem Handling. Ist anders als jetzt von einem klassischen E-Bike. Und genau, vorne verhält sich das, wenn man bremst, sehr besonders, sag ich mal. Da muss man aufpassen. Genau, und ja, aber Ja. hier habt ihr eine Lösung parat. Sehr cool. Genau, wir haben jetzt hier eine Lösung parat und so ein bisschen das Wichtige ist natürlich dennoch, du hast es gesagt, das Vorderrad überbremst recht schnell, aber wir brauchen das Vorderrad dennoch natürlich, um eine gute Verzögerung hinzubekommen. Und da hat das System jetzt wirklich die Abhilfe. Es sitzt quasi zwischen Vorder- und Hinterradbremse, hier auch im Rahmen direkt sichtbar. Und verteilt die Bremskraft dann automatisch aufs Hinter- oder Vorderrad zu einem optimalen Verhältnis, dass ich am Ende perfekt eigentlich so zum Stehen komme. Und wie funktioniert das Ganze? Ist das Ganze auch elektronisch wie das Bosch ABS, was die Zuschauer und Zuschauerinnen vielleicht kennen? Oder? Nee, das System ist jetzt komplett hydraulisch-mechanisch. Es wird quasi einfach nur in das System zwischengeschaltet. Wir nutzen auch weiterhin unsere MTC-Bremsanlage, nenne ich es jetzt mal, oder unsere CME. Es wird dann einfach nur ergänzt und funktioniert da eben deutlich simpler und braucht auch keine Sensorik. Das sieht man hier ja auch direkt. Beim ABS hat man eigentlich vorne und hinten noch die Sensorscheibe und einen Sensor, der das Blockieren erkennt. Und das IBS funktioniert da eigentlich komplett hydraulisch. Okay, cool. Also nicht elektronisch, nicht ganz so komplex, vielleicht. Schlägt sich das auch im Preis wider? Also wir sind hier preislich auf jeden Fall günstiger als bei einem ABS. Ist dann aber auch noch mal ein bisschen fahrzeugabhängig. Aber ja, es ist eine günstige Alternative, die den Bremsweg verbessert, aber auch so ein bisschen beim Thema Fahrstabilität und Fahrdynamik hilft. Denn das System bremst zuerst das Hinterrad, sorgt dafür dann für eine Streckung des Fahrzeuges und erzeugt damit dann am Ende nicht nur einen kürzeren Bremsweg, sondern auch einen stabileren. Okay, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das direkt richtig verstanden habe. Aber du hast deinen Kollegen mitgebracht, den Johannes. Der hat mitgeholfen, das IBS zu entwickeln und wird uns das jetzt noch mal im Detail verständlich machen. Genau, wir haben zwei Fahrzeuge mitgebracht, einmal mit IBS und einmal ohne IBS. Denn ja, genug der Worte, ich glaube, das Geilste wäre es, wenn wir es jetzt einfach testen. Okay. Aber bevor wir rausgehen und das Ganze testen, würde ich gerne einmal, Johannes, von dir wissen, wie betätige ich das IBS? Was muss ich da in der Praxis überhaupt tun? Ja, genau. Gern kann ich dir erklären. Und zwar ist relativ einfach. Wir betätigen die Hinterradbremse und dann wird so als erstes Druck auf die Hinterradbremse aufgebaut und leicht verzögert auch auf die Vorderradbremse. Als wir das reine fahren, brauchen wir die Vorderradbremse nicht mehr. Wir haben das so abgestimmt, dass wir den optimalen Anhalteweg damit erhalten. Was wir aber jederzeit tun können, wenn wir doch vorne bremsen möchten, mit dem Bremsdruck der Vorderradbremse im Geber das zu übersteuern und haben wieder zwei getrennte Systeme und können das handhaben wie zwei normale Bremsen. Okay, sehr cool. Das heißt, ich kann entweder nur rechts bremsen, bekomme dann eine verteilte Bremsleistung auf hinten und vorne, oder ich kann aber auch nur vorne bremsen.
Geht das auch? Genau, man kann einfach oder nur Vorderbremse, Vorderradbremse noch hinzunehmen. Genau, okay. Ab einem gewissen Punkt löse ich dann das intern ab und dann habe ich den vollen Bremsdruck auf der Vorderradbremse, genau. Sehr gut, cool. Und was das dann in der Praxis bringt, schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin sehr gespannt. Let's go. So, das war's von unserem großen IBS-Test. Ich bin sehr beeindruckt, Johannes, also wirklich Hut ab. Ich habe das Ganze wirklich sehr auf die Spitze getrieben, eigentlich hauptsächlich einhändig gebremst, immer schön hinten. Ich habe auch versucht, es mal selber besser zu machen als das System, die Vorderradbremse hinzuzunehmen, aber kein besseres Ergebnis erzielt. Ich denke, das ist ganz in eurem Sinne. Und wir haben es auch gegeneinander getestet. Du hattest einen deutlich längeren Bremsweg mit deinem, zwar immerhin mit guten Magura-Bremsen ausgestatteten Cube, aber halt eben ohne IBS. Also wirklich sehr, sehr cool. Das erhöht natürlich die Fahrsicherheit ungemein, aber ich fand auch, man ist einfach selbstbewusster unterwegs. Man braucht sich nicht so viele Gedanken machen um den Rest. Ja, auch im Vergleich zum ABS. Ich habe das zu Hause an meinem Cargo-Bike, habe ich das Bosch ABS. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Zugewinn an Sicherheit, dass die Räder da nicht so schnell blockieren. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich hier mit mindestens genauso kurzen Bremsweg hatte oder wenn nicht, vielleicht sogar ein bisschen kürzer. Vielleicht magst du nochmal so die Vorzüge und auch die Unterschiede vielleicht gegenüber dem ABS erklären, Johannes? Ja, gern. Genau, also beim Bosch ABS ist ja ein Anti-Blockiersystem, das verhindert einfach, dass unser Vorderrad blockieren kann. Bei dem IBS ist jetzt der Unterschied, es wirkt wirklich bei jeder Bremsung. Sobald ich die Hinterradbremse betätige, wird die Bremslast verteilt, ähnlich wie man es vielleicht auch vom Motorrad kennt oder auch mittlerweile bei Motorrollern häufig gesehen. Das ist so eben dieser eine Vorteil. Du hattest auch schon erwähnt, einen sehr kurzen Anhalteweg, einen deutlich verkürzten. Da war das Entwicklungsziel quasi, was wir auch erreicht haben. Wir schaffen es quasi mit der IBS-Bremsung direkt so schnell anzuhalten, wie wenn wir mit beiden Bremsen bremsen. Das gilt für den beladenen wie unbeladenen Zustand. Also wir machen keine Einbußen, was den Bremsweg angeht. Ja. Genau. Die Fahrstabilität erhöht sich auch zusätzlich. Mein Kollege hat es schon kurz angesprochen. Das Fahrrad streckt sich während der Bremsung. Dadurch, dass wir zuerst die Bremskraft aufs Hinterrad, dann aufs Vorderrad geben, streckt sich das Fahrrad und wir haben stabileres Anhalten. Das wird auch nicht so nervös. Ja. Und gleichzeitig wird auch der Belagverschleiß, dass wir beide Bremsen nutzen, im Vergleich. Viele haben Angst vor der Vorderradbremse. Genau. Ja, und ich fand auch, es ist jetzt nicht nur eine Sache für Gefahrenbremsungen, für Vollbremsungen. Es ließ sich auch gut dosieren in der Kurve oder optimalerweise vor der Kurvenfahrt. Ja, wirklich sehr, sehr coole Sache. Dann danke ich dir, Johannes, dass wir heute die Möglichkeit bekommen haben, das einmal auszuprobieren. Und euch danke ich wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Detailinfos benötigt, findet ihr sie natürlich wie immer im Artikel zum Video. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und nehmt's Rad.